Vorausgesetzt, wir schaffen es, mit Hilfe einer sehr vielseitigen, hochwertigen Infrastruktur die Schlechtwetterperioden des Winters zu überwinden, dann ist es durchaus realistisch, bei insgesamt ca. 3000 Gästebetten von einer solchen direkten, indirekten und induzierten Mitarbeiterzahl auszugehen. Der Berechnung liegen die Methoden des Bundes und des Landes Sachsen zugrunde und die Analysen des DWIF, des renommiertesten Institutes auf diesem Gebiet. Ich denke, es ist durchaus realistisch.